Willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe mir ein paar Screenshots gemacht von diesem wunderschönen Häuschen. Und das werden wir jetzt dann, sobald wir wieder zu Hause sind, nachbauen. Ein bisschen mit Varianz wahrscheinlich, ohne Treppen hier vorne und so weiter, nicht ganz so hoch, für unsere Gartenlaube. Und ich schau mal, ob wir jetzt hier die freilaufenden... Was ist das denn? Eine Katze? Oder ist das so ein Ozelot? Kenne ich nämlich auch noch. Wir schauen mal, ob wir hier dieses Ding hier mit nach Hause bringen. Also mit dem hier geht's. Wie kann ich denn das wieder lösen? Jetzt habe ich hier diese Kuh an der Backe. Die Frage ist, ob es mit Weizen auch einfach nur geht. Ich kenne das nämlich immer von Weizen nur. Und offenbar geht es auch mit Weizen. So, da drüben ist noch ein Schweinchen. Hol die jetzt einfach mal ab. Ich weiß nicht, ob es bei einem Schweinchen auch geht. Also der eine mag schon wieder nicht mehr. Ich glaube fast, wir müssen für die Schweinchen dann nochmal extra hier irgendwo zum Suchen kommen. Na, wie sieht's aus? Magst du sowas? Hm? Ja? Okay, er mag nichts, deswegen wird er an die Leine genommen. So, du kommst mit. Ah, okay, also Leine ist bei weitem sicherer. Wie hier irgendwie mit dem Heu rumzufuchteln. Wir haben noch zwei Leinen, das heißt, ich nehme euch mal an die Leine. Und die hier vorne auch noch. Jawohl. Dann haben wir erstmal nur ein Schweinchen, ist aber auch okay. Dann müssen wir die jetzt irgendwo unterbringen. So. Ich hoffe, ihr könnt schwimmen. Gute Leute. Da wäre nochmal ein... Okay, ich nehme mal das in die Hand. wir müssen ungefähr in diese Richtung, Leute. So, ich hoffe, ihr könnt schwimmen. Das sieht ja formidabel aus, wie ihr das macht. Da bekommt ihr von mir gleich mal das Freischwimmerabzeichen. Inklusive Seepferdchen. Oh, der eine hat schon keinen Bock mehr. Also, wir müssen das mit Leine machen. Das ist bei weitem besser. Wie ohne. Hühnchen? Ah, Mist. Ich muss lernen, wie man so Leinen macht. Dann ist es wahrscheinlich kein Problem. Auf geht's. Nicht so langsam, Leute. Wir müssen heute noch Schnitzel machen. Habe ich schon einen verloren? Ich hatte das Gefühl, ich habe vier. Da vorne steht er. Das heißt aber auch, ich habe die Leine verloren, offenbar. Was ist los mit dir, guter Mann? Tatsächlich. Hä? Ist er denn jetzt? Da ist er. So, jetzt nochmal mitkommen bitte. Ich muss mir ein bisschen Zeit lassen offenbar, damit die hinterherkommen. Auf geht's. Oder wahrscheinlich, wenn die Leine einfach zu lang wird. Auf geht's jetzt. Na, los jetzt. Hinein ins kühle Nass. Wenn die Leine zu nass wird. Ja, zu nass. zu lang wird. Dann kann die wahrscheinlich auch reißen. Denke ich mal. So, kommt ihr hier hoch? Seid ihr gute Springer? Jawohl. Ah, ist auch schon wieder... Wir müssen uns mal... Und schon wieder gerissen. Was ist nur los mit dir? Hä? Jetzt werde ich aber bald mal sauer, sage ich dir. Auf geht's jetzt. Komme ich vor wie ein Cowboy, der die Kühe zusammentreibt. So, ich glaube, es ist besser, wenn wir nicht durch Wasser gehen. Schön. Ich habe ja daheim noch überhaupt keinen Garten jetzt vorbereitet für euch. Ach, schon wieder gerissen. Zwei Stück gleich mal. Komm mit. Musst du echt so aufpassen. Das heißt, wir werden euch erstmal so in einen provisorischen, eine provisorische Umzäunung geben. Fürcht nur, wenn ich immer rückwärts laufe, dass ich irgendwann irgendwo runterfalle. Wir sollten auch demnächst wieder was essen. Okay. Ich meine, wenn wir zwei von jeder Gattung haben, dann reicht das ja sowieso schon. So, jetzt hier nicht runterfallen, Leute. Weil dann können wir die ja immer schön vermehren lassen.
So, wir müssen uns jetzt mal hier irgendwie... Oh, das wird jetzt schwierig. Ich baue euch mal kurz hier einen Weg voll. Weil ich kann mir vorstellen, dass ihr da liebend gern jetzt runterfallt. Ja, genau. Ihr. Geht schon los, ne? Kopf hoch hier. Immer schön an der Seite entlang. Gut macht er das. Sehr gut. Wunderbar. Okay, ich baue euch hier mal kurz was provisorisch auf, Leute. Ich werde euch da mal ein bisschen hier, hoffentlich, ich euch hier einsperren jetzt. Kommt mal hier rüber. Ich weiß ja immer noch nicht, wie ich die Leine überhaupt loswerde. So. Ein Block fehlt mir jetzt. Echt jetzt? Kann ja wohl nicht sein. Zwei Blöcke fehlen mir. Nein, drinbleiben. Drinbleiben. So, drinbleiben, habe ich gesagt. Wie werde ich jetzt diese Leine los? Leinen los. Wenn ich wechsle, passiert nichts. Fürchte, ich muss einfach nur mal kurz wegrennen, bis sich alles hier... Jetzt sind sie weg, okay. Gut. So, jetzt bleibt ihr erstmal hier. Kann ich euch was zu essen geben? Jawohl. Dann könnt ihr euch nämlich schon mal schön vermehren, ihr kleinen... Ihr kleinen, kleinen Schweinchen. Oh, das ging aber unglaublich schnell jetzt. Die Hündchen und die Blümchen. Okay. Geht das nochmal? Also Schweinchen geht offenbar nicht so. Bin mir nicht sicher, wie es bei den Schweinen funktioniert. Mit Schweinefleisch vielleicht? Oh, Karotte. Karotte ist doch bestimmt was. Wie sieht's aus, Karotte? Also Karotte ist eher auf alle Fälle... Okay, also wir brauchen Karotten für das Schweinchen. Gut. Und ich habe offenbar... Habe ich Leinen verloren jetzt? Nee, ich habe immer noch 4 Leinen. Nein, jetzt falle ich wieder rein. Okay. Gut. Und keine Angst, das hier ist nur temporär, meine Lieben. Ich komme gleich wieder. So in 4-5 Folgen. Und dann werden wir hier... Dann werden wir euch hier schön was bauen. Was wir brauchen ist, wir brauchen mehr Erde. Wenn wir hier auf der Ebene rübergehen, dann muss das hier alles voll werden mit Erde. Wir brauchen irgendwo einen guten Platz, wo wir Erde abbauen können. Also das können wir schon mal wegreißen hier alles. Sehr gut. Und dann fehlen uns momentan eigentlich nur noch die Hühnchen. Und dann ist die Fleischproduktion gesichert, die Lederproduktion ist auch gesichert. Und ansonsten, ich weiß nicht, was wir sonst noch brauchen könnten. So, einmal, zweimal. Was machen wir denn da? Also wir müssen auf der Ebene auf alle Fälle bleiben. Das heißt, die Ebene müsste auch bleiben, wobei wir die hier erstmal wegmachen könnten. Das war ja unser... Was war das denn jetzt für ein Bug? Okay. Lag im Singleplayer-Spiel. Okay, wie geht das denn? So, währenddessen... Ah, da unten kann es noch ein bisschen wachsen. Das ist okay. Habe ich hier unten noch irgendwas angebaut? Hier unten ist nichts mehr angebaut. Okay, also wir brauchen zum einen hier Platz hier drüben, das heißt, ich werde hier mal Baumfäller machen. Oh, das ist ein riesig großer Baum. Baumfäller, ciao! Alles mal wegnehmen hier.
das sind zwei Bäume. Dann werden wir hier irgendwie mal die Abgrenzung machen. Ich muss irgendwo Erde abtragen. Ich mache das ja immer ganz ungern, dass ich hier so in die Natur eingreife. Aber wenn wir die Baumaterialien brauchen zum Terraforming, dann muss halt einfach die Natur weichen. Da kann ich jetzt auch nichts für. Es ist ja zu unser aller Wohl, quasi. Also eigentlich zu meinem Wohl, aber auch zum Wohl meiner Tiere natürlich. Ich hoffe, die spawnen jetzt nicht mehr. Die einen sind das denn Alpakas oder so? Die waren ja plötzlich weg, ne? Die waren ja auf einmal weg und ich weiß bis heute nicht wieso. Okay, also den Bereich würde ich gerne noch hier. Oh Gott, das ist natürlich ein bisschen. Weil der ist ja schon so riesig groß. Jetzt müssen wir den hier komplett auffüllen hier. Das hier komplett auffüllen mit nochmal. Ja, aber müssen wir, weil wir müssen auf diese Ebene kommen. Ja, also, wir suchen uns mal ein schönes Plätzchen. Wir haben aktuell 3 Eisenschaufeln mit dabei. Das heißt, wir suchen uns ein schönes Plätzchen, wo wir einfach mal unsere Mine machen und entsprechend Blöcke abbauen. Könnte man theoretisch auch irgendwo da drüben machen. Ich will es irgendwo weit weg machen, damit ich es nicht mehr sehe. Das ist wie bei der Müllbeseitigung. Je weiter der Müll weg ist, umso reiner das Gewissen. Also irgendwo da vorne einfach komplett alles abbauen. Das wird dann unsere riesige Mine. Ich glaube, das ist okay. Außerdem ist das hier vorne sowieso so braunes Gras, braun-grünes Gras. Das ist ganz hässlich. Das hat überhaupt nicht verdient, hier rumzustehen. Deswegen werden wir hier alles abtragen. Das wird jetzt für euch wahrscheinlich unglaublich interessant, wenn ich hier alles abbaue. Aber da müsst ihr jetzt einfach mal durch. So oft bei Minecraft. Ja, manchmal verbringt man halt auch einfach nur Zeit mit dem Abbauen von Blöcken. Oder man könnte es auch positiv sehen, mit dem Aufbauen einer Mine. Eine Mine, würde der Dummy sagen. Also von daher ist das auch okay. Bin mal gespannt, ob wir hier irgendwo. Ah, hier ist schon das erste Steinchen. Das heißt, wir bräuchten hier eigentlich einen Bagger, der hier den Stein abbaut. Momentan noch nicht notwendig. Ich glaube, wir bekommen das ganz schnell hin. Ich habe die Befürchtung, ich habe ein bisschen wenig Platz im Inventar. Aber notfalls können wir ganz einfach auch die ganzen Setzlinge rausschmeißen. Braucht kein Mensch mehr. Mittlerweile haben wir so viel Zeug. So. Da würde ich mir von Minecraft noch ein bisschen mehr Balance wünschen. Weil du bist relativ schnell einfach unabhängig. Ja, wie bei uns jetzt, du machst hier ein Riesenfeld. Wir müssten das gar nicht automatisiert machen. Selbst ohne automatisiertes riesiges Feld würden wir innerhalb von kürzester Zeit, wenn wir da einfach mal ein bisschen was anbauen, in Essen ersticken. So viel Zeug würden wir bekommen. Und das finde ich fast noch ein bisschen zu einfach bei Minecraft. Vor allem halt, ja, es soll ja eigentlich Survival sein. Aber essensmäßig ist es überhaupt kein Survival. So, ich baue mal den Baum hier auch ab. Schon wieder finster? Ja. Wir bauen mal den ab. Der hat nämlich so ein schönes graues graue Farbe hat der. Was ist denn das für eine Hals? Ah, Akazien. Okay. Wer weiß das denn nicht? Akazien natürlich. Sind viel Akazien hier. Aber da müssen wir nochmal her, Mensch. Ich schau mal, ob die Blöcke schon reichen. Ob die Blöcke dann schon reichen oder ob wir noch mal ein paar Erdblöcke brauchen. Ansonsten müssen wir hier am nächsten Morgen noch mal kommen. Also wie gesagt, überlebensmäßig ist Minecraft nicht wirklich. Wenn ich da irgendwie an The Long Dark denke oder an andere Überlebensspiele, da ist der Fokus natürlich ein bisschen verstärkt aufs Überleben gesetzt.
Denn in Minecraft bist du relativ schnell hier. Kannst du hier in den Tag hinein leben. Das Einzige, was halt hier halt noch gefährlich werden kann, sind mal die Creeper. Aber ansonsten bist du hier so dermaßen gut geschützt. Dass es fast ein bisschen zu leicht ist. Gut. Wie viele Blöcke haben wir? Ein paar? Ah. Ich werde das wahrscheinlich wieder unterschätzen, dass wir doch ganz viele Blöcke brauchen. Nehmen wir aber mal zu viel mit. Den Rest können wir ja dann einbunkern. Und wie gesagt, das wird hier unsere Mine, deswegen bauen wir hier alles ab. Und dann müssen wir uns auch keine Gedanken machen, weil es ist außerhalb unseres Blickfelds. Und dann denken wir auch nicht mehr daran, dass wir hier alles kurz und klein geschlagen haben. Sämtliche Flora und Fauna hier vernichtet haben in der Umgebung. Geht erstaunlich schnell mit unserer Eisenspitzhacke. Stell mir gerade vor, wie das ist bei der Diamant-Spitzhacke, der Diamantschaufel. Da habe ich noch was vergessen. So, ich würde mal sagen, wir machen die eine Schaufel jetzt noch kaputt. Und dann war es das erstmal. Und dann kommen wir wieder, wenn wir weitere Erdblöcke brauchen. Und wenn wir Sandblöcke brauchen, dann gehen wir zu unserer wunderschönen Wüste, die in der Nähe ist. Die wir auch schon besichtigt haben. Kann ich eigentlich den Fisch hier irgendwie meucheln? Oh, da sind auch nochmal welche. Kann ich euch tatsächlich... Gehen auf Fischjagd mit unserem Schwert. Oh, da kommt nochmal ein dicker Tintenklecks. Und es gibt auch Erfahrungspunkte. Da sind mir doch glatt die Luftbläschen ausgegangen, weil ich mich so gefreut habe. Wir haben jetzt... Ja, wir haben rohen Lachs gefunden. Wunderbar. Mal schauen, ob wir da noch was machen können. Unser Schwert, unser erstes verzaubertes Schwert ist schon fast kaputt. Aber... Oh, pass mal auf, wir haben doch auch so einen Reparaturblock. Da muss ich mal nachschauen, wie das Reparieren funktioniert. Ich meine, das macht jetzt hier bei dem Schwert weniger Sinn, würde ich mal meinen. Ich glaube, es ist ein Eisenschwert. Aber wenn wir dann mal so ein Diamantschwert haben, eventuell, wir werden noch ein bisschen hier arbeiten, eventuell können wir dann immer dieses Diamantschwert nutzen, weil wir ja immer auch die Reparatur wieder machen. So, dann kann das nämlich bis morgen schön zuwachsen hier. Dann können wir morgen gemütlich unser kleines Gartenhäuschen bauen. So, wir starten natürlich unseren kleinen Leuten noch hinten einen Besuch ab. Eventuell füttern wir die nochmal. Wenigstens die Kühe. Ah komm, das geht relativ schnell jetzt. Wir haben hier ein bisschen... Na gut, da können wir ja nochmal runterbauen, aber... Ah, sehr schön. Schön alles voll kleistern hier. Kein bisschen Natur überlassen. Genauso muss es sein. Mal überlegen, ob ich vielleicht die Mod, die den Tag verlängert, eventuell sogar noch ein bisschen länger aufmache. Mir kommt es immer noch sehr kurz vor jetzt. Obwohl wir, ja, wir haben schon wieder 20 Minuten. Also die 20 Minuten pro Tag, die sind schon richtig. Aber trotzdem, ne, es ist echt, das ist so schnell vorbei. Aber es liegt halt auch an der Folge dann, ne, dass man einfach so schnell die Zeit vergisst, während man hier spielt. Ich meine, wir haben gerade mal angefangen, als wir vom Dorf gekommen sind.
ein bisschen ausgegraben und was sonst noch ein bisschen Tiere mit nach Hause genommen. Und das war schon, oh, jetzt dachte ich schon, der schaut mich nicht so böse an. Ah, er hat offenbar auch seine Alpakas verloren. Ich sage jetzt einfach mal, es sind Alpakas. Und keine Lamas. Es kann natürlich auch sein, dass Alpaka und Lama das gleiche ist. Ich denke mal, den Fisch, den wir gefangen haben, den können wir durchaus noch braten. Lecker Fisch. Ich bin allgemein so jetzt nicht der Fischfan. Das Fleisch viel, viel lieber. Aber hier im Spiel ist es schon mal ganz okay. Okay, also. Wir machen mal hier noch ein bisschen, damit es etwas organisch ausschaut. Und jetzt kommt wieder dieser seltsame Ton hier. Okay, also wir haben hier schon ganz viel Platz. Ich will ehrlich gesagt die Gehege auch gar nicht so groß machen. Also das hier war wirklich jetzt die Ausnahme mit der Maschine. Die ist viel, 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 viel zu groß geworden. Viel zu überdimensioniert. Kleiner ist gleich schnuckeliger. Ich habe euch das schon mal gesagt. Und die Gehege werden ein bisschen kleiner werden. So. Gut, dann auf nach Hause. Nee, erst zu unseren Tieren. Müssen wir uns noch um die kümmern vorher. Ich höre sie schon schreien, da sind sie auch schon. Ich habe noch ein bisschen was im Inventar. Guck mal her, was der Papa hat. Zack, zack, zack. Vermehret euch von mir aus mit dem Schweinchen auch. Soll mir egal sein. Und da ist schon wieder eins. Das wird eine riesige Schweineproduktion und Küheproduktion. Fantastik. Sag ich da nur. Boah, wie geil sieht das denn aus, wenn das... Boah, wenn das Licht hier durch die Fenster, durch unseren Wasserfall hier durch scheint. Da muss ich gleich mal Schnitzel essen. Dann lege ich mal den Fisch oben rein. Da kam auch jetzt kein Hinweis, dass irgendwie hier ein neues Rezept oder so freigeschaltet werde. Ja, das wird ganz normal einfach nur Lachs. Und wir werden ein bisschen noch unser Inventar ein bisschen säubern. Den Eichenstamm. Wir machen das mal mit Eiche oder machen wir es mit der Akazie, unser Häuschen. Wisst ihr was, wenn wir schon Akazie haben? Ich fürchte nur, Akazie wird mir dann letztendlich ausgehen. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26 brauche ich mindestens von den Akazien. Das wird fast ein bisschen zu wenig. Naja, wir können ja variieren mit Akazie und Eichenstamm, das ist okay. Dann, wir brauchen auch noch Holzbretter. Ich nehme jetzt mal die dunklen, weil die hellen sind ja für unser Häuschen reserviert. Dann lege ich mal hier die Türe ab. Die Waffen. Einmal Pfeil. Die Weizenkörner kommen bei uns dann ins Inventar. Wir können eigentlich die Setzlinge auch rausnehmen. Die kommen alle unten rein in unser Häuschen dann, weil das ja mit Garten zu tun hat. Eichenlaub. Weiß noch nicht, ob wir das vielleicht irgendwann mal brauchen könnten. Vielleicht ein bisschen zu Ranken könnten wir mitnehmen. Ich nehme mal Ranken mit. Eventuell können wir das brauchen. So, dann Diorit ein Stück. Wir haben nur noch eine Axt hier. Wir brauchen auf alle Fälle später nochmal eine Axt. Jawohl, da ist eine, die reicht erstmal. Dann sind wir erstmal gerüstet, würde ich sagen. Den Smaragd. Der kommt nicht unter Krempel. Wo habe ich denn den Smaragd abgelegt? Was kommt davon, wenn man so viele Kisten hat? Ist das ein... Den habe ich hier drin. Bin ich sicher? Ich nehme den mal hier raus. Wir schmeißen den unter Krempel rein. Gut. Ja.
Das soll es erstmal gewesen sein, oder? Oh, wir brauchen natürlich noch Zäune. Die Zäune brauchen wir aber erst später. Wir haben hier Eichenholz, Birke. Ich würde sagen, wir nehmen den Schwarzeichenzaun. Da haben wir auch ganz viele Zäune. Wir bräuchten noch die eine oder andere Türe aus Schwarzeiche. Und für die Türe brauchen wir Stickies. So, also Türe. Da ist Akazienholz. Da haben wir auch wieder einige Varianten mitbekommen. Ah, Mist, ist die Zeit schon wieder um? Total verlabert. Ich wollte auch noch schauen wegen dem Reparieren. Da ist ein Tor. So. Wir machen gleich ein paar mehr, oder? Machen mal so vier. Oh, habe ich nicht mehr. Jetzt. So vier Stück. Na komm, was soll der Geiz? Machen gleich mal ein paar mehr. So. Dann machen wir eventuell auch Ein- und Ausgang bei den Gehegen. Weiß ich noch nicht, wie ich das aufbaue. Gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich werde kurz schlafen, damit es wieder früher morgen ist. Es ist ein Scheißwetter hier. Bei ihm höher hoch. Tatsächlich. Oh, da habe ich offenbar irgendwo Glas vergessen. Hier regnet es rein. Wer hätte das gedacht? Regnet es hier irgendwo anders auch noch rein? Überall sonst ist es dicht. Okay, dann hole ich mir noch Glas und werde hier das Dach zumachen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann. Ciao.